Wir sind gerade das erste Mal die Schweizer Mauer gefahren, der Max und ich. Wie ist dir gegangen? Wir waren schon mal zu Gaudi, wir haben uns vielleicht nicht das schönste Wetter rausgesucht, aber geschafft haben wir es trotzdem, gell? Ja, also ich habe es jetzt gar nicht so schlimm gefunden, dass die Sicht nicht so gut war. Da sieht man oben auch nicht, wie steil es wirklich ist. Steil ist ein gutes Stichwort. Wir haben da im steilsten Stück bis zu 100% Neigung und 80% haben wir im Durchschnitt im obersten Stück. Ja. Und ja, deswegen war es eigentlich schon relativ lustig. Es ist auch Buckelpiste, habt ihr bestimmt gesehen. Und als Hardfact noch, die können bis zu 2 Meter hoch. Ja, krass, war ja doch 1 Kilometer lang. Ich habe es eigentlich ganz gut gefunden, dass man immer wieder Pause machen kann. Gell? Also selbst wenn man sagt, es ist jetzt echt anspruchsvoll, ich kann zwischendrin stoppen, ich kann einmal an den Rand fahren. Und das Coole fände ja ich, dass du mit dem Sesselluft drauf warst und schon mal von oben so einen Einblick hast. Genau. Und wenn man dann beim Nauffahren sagt, ist vielleicht doch ein bisschen zu heftig für mich, dann kann ich auch den Sesselluft wieder runternehmen. Also, wäre das eine Option gewesen für dich? Nein, für uns beide nicht. Nein, ich fand es super. Ich meine, im Skigebiet Port du Soleil, es ist mit einer der härtesten Skipisten, die man in der Schweiz oder glaube ich sogar Europa hat. Ich glaube sogar weltweit eine der härtesten. Und deswegen, wer gut Skifahren kann und sich das zutraut, der sollte unbedingt gemacht haben. Ich glaube, es kommt ein bisschen so auf die Verhältnisse drauf an. Heute war es eher weich. Das macht es leichter, wie wenn es so ganz eisig und hart ist. Denn wir beide relativ häufig Skifahren. Wie ist dir gegangen mit den Oberschenkeln? Ja, die haben dann schon irgendwann zum Brennen angefangen. Deswegen, ich glaube, es ist gut, dass wir immer mal wieder Pause gemacht haben. Und man fährt das ja als Team runter. Also deswegen warten wir auf den anderen. Und weil einmal habe ich einen Buckel ein bisschen spät gesehen. Genau, du hast einen Abflug gemacht. Gell? Genau, einmal vorne drüber. Deswegen gut, wenn die Bindung gut eingestellt ist, dann fliegt man nur einmal ohne Ski weiter. Aber deswegen, na, es ist ein Mods Gaudi. Und macht ja nichts da, oder? Nein, gar nichts. Es war, wie du vorher gesagt hast, es war weicher Schnee, alles easy. Ja, und es hat Spaß gemacht. Also letzten Endes, beim noch schöneren Wetter würde ich es sofort wieder machen. Ja, ich bin auch ganz schön schnaufen gekommen, das habe ich schon gemerkt. Aber es hat richtig Spaß gemacht, einmal was Neues auszuprobieren, eine Piste zum Fahren, die ich jetzt noch nicht gekannt habe. Und ja, wenn man oben steht, ist es schon beeindruckend. Und letztendlich, wenn man unten ist, kann man schon stolz sein, wenn man es geschafft hat. Ja, und vor allem, es ist ja eine Buckelpiste, weil es so steil ist, dass einfach kein Pistengerät es präparieren kann. Eigentlich schon Wahnsinn, dass die ein ganzes Jahr auf der gleichen Piste fahren. Ja, ich würde sagen, wenn es wieder gut ist, rücken wir wieder aus und probieren es nochmal. Yes. Top. Ja, ich würde sagen, wenn du ein guter Skifahrer bist, regelmäßig auf dem Ski stehst und ja, dich da wohlfühlst, vielleicht auch schon ein paar Mal warst im Winter, dann komm her, Port du Soleil, probier's aus, Schweizer Mauer. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gutes Skimaterial mitbringt. Wie gesagt, dass die Verhältnisse einigermaßen gut sind, dass der Schnee weich ist und dass man schon ein bisschen Ski gefahren ist, ein bisschen Ausdauer hat und dann kann man es ausprobieren und im schlimmsten Fall fahrt man halt mit dem Sessellift wieder runter. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Thank you.